Sie achten auf Ihre Geschwister, sind meist ein Leben lang treu und wenn der Partner stirbt, dann trauern Sie. Die Rede ist von Graugänsen. Ihr Verhalten wird nach dem Tod von Gänsevater und Nobelpreisträger Konrad Lorenz nicht nur von Experten weiter erforscht, sondern kann jetzt auch von interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wissenschaftlich beobachtet werden. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Handy oder ein Tablet und eine App. Wer hätte gedacht, dass die Graugans auch nach dem Tod 1989 von Gänsevater Konrad Lorenz auch weiterhin das Objekt der Begierde von ganz normalen Menschen ist? Man nehme ein Handy, lade sich die App Forschen im Almtal herunter und suche sich einen Vogel. Im Wildpark Grünau im Almtal kann man fast schon von einem Graugans-Hype sprechen. Man kann sich nämlich in der App auch informieren, was die verschiedenen Verhaltensweisen sind. Also wie schaut jetzt zum Beispiel Aggression bei der Gans aus oder beim Waldrapp. Da kann man sich das durchlesen zuerst mal und dann macht man eben ein Foto, wenn man das sieht und gibt es dann ein, was sie gerade tun und lädt das dann hoch. Man weiß auch ein bisschen, zu wie viel die unterwegs sind und ich glaube, man geht mit ganz anderen Augen durch den Wildpark, wenn man einfach auf diese drei Vögel achtet. Man leistet ja durchaus einen sinnvollen Beitrag, indem man da Laien in die wissenschaftliche Forschung mit einbezieht und so diese Forschungsarbeit für unsere Besucher, aber natürlich auch für alle anderen Mitmenschen sichtbarer macht. Die Verhaltensbiologin Didone Frigerio von der Universität Wien mit der Außenstelle im Almtal geht neue publikumswirksame Wege und macht mit der App die Wissenschaft alltagstauglich. Wir haben jahrelang mit Schulklassen gearbeitet und europaweit wächst diese Citizen Science Bewegung, das heißt die Miteinbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in die Forschung. Und so habe ich angefangen zu überlegen, wie kann ich über die Schulklassen hinaus weiter mit Leuten mitforschen. Und ja, gerade die Graugans ist ein spannender Vogel, von dem man sich vielleicht sogar etwas abschauen kann. Denn Graugans-Paare bleiben meist ein Leben lang zusammen. Wenn einer von beiden stirbt, trauert der andere viele Jahre lang. Die Graugans-Jungen verlassen ihre Eltern erst, wenn diese wieder brüten. Und klappt es mit dem Brüten nicht, kehren die Jugendlichen wieder zu ihren Eltern zurück. Auch wenn es einmal Streit gibt, halten Graugänse zusammen. Und was sie sonst noch alles so tun, diese schrägen Vögel, das weiß ab sofort die App Forschen im Almtal. Mit offenen Augen durch die Natur gehen, hat aber auch was.